Boss, der nachts rauskommt. Nee, Schildkröte ist noch da. Dann muss ich noch mal woanders hin. Ja, dann geht es nur von der anderen. Dann geht es nur von dem hier aus, ne? Ist halt blöd, da muss man halt immer reiten. Außer wir schaffen jetzt mal. Na gut, komm. Okay, er haut mir zwar noch gut zu, aber ich mache wenigstens mehr Damage als beim letzten Mal. Okay, jetzt aber weg, weg. Oh, ach nö. War nicht schnell genug. Ich wollte noch ausweichen und mich heilen. Markus Wahl. Wo sind denn Markus Wahl? Hier schreiben echt viele Leute mich gerade an. Ekelhaft. Ich will mal gucken, ob es nicht doch von diesem Ort der Gnade geht. Nee, Turtle ist noch hier. Mal gucken, vielleicht geht's auch, wenn man zweimal das macht. Wenn ein Versuch wert. Oder nochmal rasten, nochmal checken. Schildkröte ist weg. Ah ja, ich verstehe. Also dann brauche ich nicht immerhin zurückgehen. Ja, dann komm. Ich kann auch Sachen schmeißen. So ist das nicht. Wow, wow, wow. Wow! Das war knapp, Alter. Mit seinem Get Over Here Move. Okay. Holy moly. Heilig. Nein! Nein! Was ist das denn für ein Move? Wow, wow, wow! Okay, Chef, pass auf, pass auf, pass auf. Heil, lass mich mal heilen. Ich hab gesagt, ich heile, du behinderter Typ. Jetzt kommt da von hinten noch einer. Aber den könnte ich schaffen. So aber nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ey, übertreibt man doch nicht so hardcore. Hat der sich geheilt mit dem einen? Die Sau hat sich geheilt. Ey, wenn wir jetzt anfangen mit Bossen, die sich dauernd heilen, werde ich aber echt pisst. So, jetzt habe ich nichts mehr zum Trinken. Ich bin zu viele Knebel, ich kann nicht kämpfen. Dann müssen wir versuchen, auf Distanz zu bleiben. Das hat 9 Schaden nur gemacht. Super. Okay, mit Drubia bin ich besser dran.
Spätestens als ich wusste, ich bin in einen Gegner reingerannt, war mir klar, das konnte nichts mehr werden. Und die kämpfen sogar gegen den. Aber eigentlich ist er machbar. Ich muss nur aufpassen vor diesem Griff, weil dadurch hat er mir viel abgezogen und hat sich selbst ein ganz schönes Stück geheilt, weil ich bin ja schon ein Drittel runter. Nein, ich vergessen, die Huhn gerade einzusammeln, die hinten liegen. Gucken wir, ob die Schildkröte noch da ist. Ja, tödeln. Sein Mut Roshi. Mal heilen. Eigentlich muss ich an ihn ranrollen, weil der ist ziemlich langsam in Angriffen. Dann macht er so hässliche Moves, gell? Guck mal, das ist echt nervig. Ja, ey, das ist hatte Wallhack, hallo. Ich konnte nicht ausweichen. Warum ist es innerhalb der Kirche? Ich habe gar keinen Platz, ich kann nicht kämpfen. Das ist mein Problem, was ich bei vielen anderen Spielen auch habe. Ich kann da nicht mehr kämpfen, wenn ich keinen Platz habe. Nee. Wir hatten jetzt einen guten Lauf und jetzt wollen mich die ganzen Bosse hier verarschen. Ich würde gern einmal aufsteigen, um sag mal's. Leben wieder abzugraden. Wir hatten noch einen Nachtboss. Wir könnten den mal finden. Vielleicht klappt der ja eher. Jetzt geht. Entweder geht mein Twitch-Chat schon wieder nicht oder. Hier steht Verbindung getrennt. Nee. Ist das dunkel hier? Na, wo bist du denn? Willst du nicht wiederkommen, du blöder Vogel? So, da ist er. Ich höre ihn. Sollte mich vielleicht mal heilen. Wow, das war knapp. Shit. Wenn dieses Todesding voll wird, habe ich ein ganz schönes Problem. Geh mal weg. Wo ist mein Pferd? Nein, ich wollte den Runbogen nicht aktivieren. Ich wollte mein Pferd rufen. Scheiße. Durch den Runbogen aktiviert. Warum war ich denn so scheiße und hab meinen Runbogen aktiviert? Ja, ich wäre gut. Ach, jetzt kommt diese Attacke wieder. Die hasse ich. Ach komm, nicht! Was war das denn? Ich hatte voll Energie. Ich deaktiviere jetzt den Runbogen von diesem Slot. Das ist ja scheiße.
Wenn ich hier drauf packe, da komme ich. Nein! Nein, stopp, Cancel! Fuck my life! Jetzt sind wir bei 4. Wie ist denn. Wieso kann ich denn hier nicht auswählen? Also. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder einen Runenbogen aktiviert. Dann muss man das aber auch nutzen. Halt, stopp. Das war ein epischer Fehler. Muss ich echt mal ein paar Runenbögen kaufen oder auch versuchen doch zu farmen. Online. Online. Wo alle nur mit Moonveil Katana und Rivers of Blood spielen. Na. Komm, du Mist, Bösel. Wenn ich schon deinetwegen so einen Scheiß mache. Ich checke manchmal einfach nur nicht, wie der angreift, gell? Wow, wow, wow. Wie der sich hier sein Kamehameha hinschickt. Jetzt kommt die nächste Phase wieder, gell? Ja. Hey, guck doch mal! Guck doch mal! Ich kann mich nicht bewegen! Fuck dieses Mistvieh! Wisst ihr, was wir probieren? Wir holen uns die Runenbogen zurück. Ob ich erfolgreich bin, das ist die zweite Frage. Ich muss echt mal Runenbögen bekommen. Offenbart Kop und Wettkampfrufzeichen. Mhm. So, Kop manchmal im Modus. Ah. Wettkampf. Lockt Eindringlingen. Also das heißt, wenn ich das nutze, könnte ich mit anderen auch spielen, gell? Ich könnte anderen helfen. Damit kriege ich Runenbögen. Was hat das jetzt gebracht? Das war nicht gesehen. Die gehen dann einfach rein und...
Und testen wir das nochmal. Machen wir mal Invasion. Das war lustig. Aber ich würde gerne mal eigentlich mit jemandem einen Boss kopen. Also jemandem mal helfen. Ich will selbst keine Kopunterstützung haben. Weil ich das eigentlich probieren will. Aber mal bei jemandem reinzugehen und helfen, das wäre cool. Ich habe zum Ziel gesetzt bei dem Let's Play hier. Ich mache alles selbst. Scheint aber gerade heute irgendwie nicht zu laufen. Na gut, wir gucken mal. Doch. Läuft. Cool. Cool. Mal gucken, wie es wird. Ich meine, ich habe eh nur noch ein paar Minuten, die ich heute streame und dann ist erstmal Schluss wieder. Torstadt Academy. Mal gucken, wo ich jetzt. Wo ich als Bandit überhaupt Chancen habe. Oh, der hat einen Dreizack. Der sieht aber krass aus. Oder ist kein Dreizack? Ich bräuchte eine Brille. Wo rennt der hin? Jetzt hat er mich bemerkt. Okay. Okay, der hat Bleed Damage. Ey, der sieht aber fancy aus, die Waffen, die der hat. Okay. Das hatte Commander Neil auch drauf. Kurzer Prozess. Spiel als Bandit, hatten sie gesagt. Mach das, Körb. Egal, war cool. Auch wenn ich keine Chance hatte. Schade, schade, Schokolade. Habe ich eben nicht gesehen? Ich habe. Nee, ich hab schon nicht. Runden verloren. Ich muss jetzt echt dahin, wo der mich eben besiegt hat, weil ich da die Runen verloren habe, ja? Hast du das gesehen? Na gut. Was ist das? Habe ich den gemacht? Den könnte ich auch mal probieren. Großer Aufzug. Ich schaue mir noch mal einen Boss an. Weil eigentlich sind wir sonst fast durch für heute. Ich kann aber gerade eigentlich nicht mehr. Boah, mein Rücken. Ah ja, jetzt auch 2 Stunden, also reicht ja auch jetzt erstmal wieder. Ich könnte auch links mit der Story auch weitermachen, aber ich will nicht. Ich will noch Gebiete erforschen. Ich will Bosse machen. Morgen machen wir auch direkt eine Runde Elden Ring und dann gucken wir mal, arbeiten wir mal ein bisschen Boss-Playlist ab, hä? Die Nachtbosse da, die sind mir noch zu krass. Die bin ich schon unterlevelt. Jetzt schauen wir erstmal in der Nähe vom Brandenburger Tor, was hier abgeht. Ja, das wäre aber fatal, da lang so zu gehen. Stimmt, diese 2 Riesen habe ich auch noch nicht besiegt. Wie komme ich denn da runter? Ohne, dass sie mich platt machen. Ich sagte, ohne, dass die mich platt machen. Hey, ich war doch irgendwie da unten. Wie kam ich da runter? Wow, wow, wow. Chill, dein Leben. Mal gucken, ob ich hier eine Chance habe.
meine, ich habe in dem Gebiet ja auch schon ein oder zwei Bosse besiegt, obwohl die mir über waren. Praise the Sun. Nee, falsches Spiel. Was kommt hier für ein krasser Hengst? Godric? Nee, Godfrey? Was? Wieso bist du hier? Okay, und der hält auch viel mehr aus als der andere, gell? Ach du Scheiße. Wieso ist Godric hier? Ja, ich hab voll vergessen, wie sein Moveset war. Das heißt, oh fuck, genau, ich wusste doch, da kam noch irgendwann das Erdbeben. Das heißt, hat der irgendwann eine Drachenphase? Das wäre ja ekelhaft. Weg! Ganz langsam. Hey, ich bin noch an der Attacke vorbeigerollt. Beim Originalkampf ging das doch. Seine scheiß Arme hat mich erwischt. Wieso ist Godric hier? Und wieso... Hä? Das verstehe einer, wer will. Aber ich bin für das Gebiet noch nicht gut genug levelt. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe nach Lunia und Caelid und mache Bosse. Ich schaue, dass wir die Bosse alle kriegen, die dann noch rumeiern. Guck mal, das erwischt mich irgendwie alles. Und ich so, ich bin halt voll irritiert, dass der hier ist. Okay, über den Angriff hüpft er dauernd drüber, das bringt mir gar nichts. Hat mich trotzdem erwischt. Okay, ich bin eigentlich zu sehr down. Ich kann eigentlich gar nicht mehr. Ich würde sagen, wir lassen es auch gut sein für heute. Den schaue ich mir morgen nochmal an. Ich bin voll verwirrt, dass der ist.